Willkommen hier wieder zurück zu Xenoblade Chronicles 3 und wir kommen jetzt zum letzten Abschnitt. Wenn wir weitergehen, gibt es kein Zurück mehr. Seid ihr alle bereit? Ja, komm. Gehen wir. Come on now, you lot! It's time for Colony 4 to show off his fangs! So what are you loafing around for? Get your asses in gear! Sorry, boss. It's just the engine's conked out and won't start. Well, then kick the mudder till it does! You gotta be firm! Really give it some elbow grease here! Sir, that's insane! This is a delicate instrument. Delicate? My ass! Whack it! Smack it! Show me who's sparking boss! I'm telling you, you can't just kick it and... Well, looky here, guess I'm the boss! Is this a joke? All right! Now we can come out swinging! Who's with me? Yeah! We owe our lives to him. Now's the time to show him how we shine. Come on, full throttle! Can't let the other colonies steal our thunder now! Where are we? Zed. We found him. At last. How many times is it now that I and you have confronted each other here like this? Yes, you're welcome to come on up. How many incarnations? How many ascents into the spotlight? Resign yourself to the flow. It's unfortunate. Sounds like my memory isn't all that. You have come to stop the flow, have you not? This march of time, stilled for eternity. You intend to stop it by removing me. So is it flowing or is it stopped? You're not making any sense, mate. Basically, if we can take you down, the world kicks up again. At least... That's what I'm picking up from all that. Human desires can be much likened to a river flowing. All humanity yearns for it, the endless now. That is why I'm here, you'll find. My existence alone, it is proof and evidence. Cut the crap. Who in the world would possibly wish for this? I refuse to be controlled by you. Although... Thanks to the stunts you pulled, we managed to twig onto a whole lot of stuff. We learned how best to use the time we have. And for that, you get a real good thanking. You said it. Though 10 years is a mere glimpse, we now know the importance of true choice. We'll build it for ourselves. A world with the freedom to choose! Not a hollow world of fiction like this one! Everyone wants a
a reality that they can believe in. Freedom is nothing more than fiction, a deception. Those with power, those who can choose, think nothing of it. What then of those who cannot choose? What about the meek and frail? Not everyone is granted as many options as you all have. Will you share? Give them some of yours? Will you call that charity or compassion? Will you show it? Imagining them who are granted it to be thus satisfied? Imagining not a piece of wretchedness to remain? Making the best possible choices under duress, living the best life. There are no losers in the world I offer. With a turn of the clock, anyone can be a winner, given the time. The only thing we ever do is take lives. There is no winning. You can't just invent some rule. Why do you recoil from taking lives? The world itself has set this rule. Why resist? It is through consumption of life that this world persists. Denying it is self-delusion. The only outcome, self-destruction. It is unequivocal fact, the imperative that is intrinsic to all living things. The source of our power, and of all living things, lies therein. Young, spirited people, trading lives, aiming for new, ever loftier heights with each new day. That explosive motive power is something we lack. The essence of life. And we are here to express ourselves as an embodiment of life. So that's it. That's what you're getting at. Just for that, you gave those two an impossible choice. Is that why you made Joran and Chris into Mobius? Of course. As for the why, it's because it amuses me. The action-packed drama of we are its foremost audience. Now then, play it out for me. What will the next act entail? Bereavement or revenge? A revolution, perchance? This world is never boring. Not while your lives continue to make it so effervescent. I'll end him. I just got it. Fighting in order to live. The words Miyabi left me with. Now, this is exactly when they were four. Yeah, Mio's got it right. At first it was all fun and games. When we got Ouroboros powers, we were just like, happy to get to live a little longer. That was it. But now, things are different. We learned that for many, there aren't any choices on the table at all. Because they were taken from them by a bunch of crusty old mutters. The strength you talk about is all just smoke and mirrors. Real strength is different. That's right. Knowing when to be close and when to let go. Walking together. Eventually choosing who you really are. That is strength. And that's the real battle here. To find that answer. To choose our actions moment to moment. And if you dare denounce that common right, we will defy you to live in a future over which you lay no claim. Sealing away your powers is trivial to me.
the curtain rises. Wie? Keine Synchro? Behold. Futility. Keep your attacks. Oh mein Gott. Das ist ja... keine Synchro, ey. Und ich mach kaum Schaden bei dem. Oh Mann. Ich kann nicht mehr meine Angriffskette durchführen. Die Heiler können scheinbar auch nicht heilen. Das ist ja krass. Wie lange wird denn der Kampf dauern, ey? Okay. Ja. Das ist schon krass. Let the stage of battle freeze your marrow. Okay, jetzt haben wir hier noch Eis. Krass ist, wie sie die dann wiederbeleben wollen, die Tanks. Das dauert nämlich verdammt lange. Alter, guckt euch mal an, was sie da für wenig Schaden machen, ey. Drei Heiler. Zwei Damage-Dealer. Halt den doch mal hoch. Wann hat Gondor jetzt überhaupt Schaden bekommen? Akku gehabt. Das ist echt schon krass. Also, ich glaube, es wird echt eine längere Folge. Oh Mann, ich mache extrem wenig Schaden. Let the stage of battle scorch your flesh. Super, jetzt brennen wir auch noch. Ja. Warum? Warum taumel ich denn? Komm. Okay, komm. Halt Mio hoch.
Komm. Richtig Frontalangriff, na super. Oh, Alter. Ich wollte gerade sagen, heile mich jetzt mal bitte. Alter. Die Heilung wäre jetzt nicht schlecht, da wäre ich dafür. Oh, es hat aufgehört, Feuer zu sein. Bis denn, wenn wir unsere Synchro einsetzen dürften. Ich stand genau am falschen Zeitpunkt an der falschen Stelle. Das ist einfach mega, ey, was hier an Schaden reinkommt. Bei ihm. Und von ihm. Also wir teilen extrem wenig aus. So, seitlich stellen wieder. Natürlich verfehle ich. Oh Mann. Das ist so. Naja. Angriff, Regeneration, das ist ja alles in Ordnung. Nächste Phase, oder wie? I will face you as many times as you want. The struggle is all that you are permitted. Mir doch bitte meine Fusionskräfte oder Angriffsketten oder sowas. Was bringt dir der Ring jetzt? Vorne. Von der Seite. Er hat sich ein bisschen gedreht, das ist auch gut. Okay, bin ich dabei. Ah, es könnte ein Frontalangriff sein, ne? Sag ich doch.
Erstmal bei ihm alles runtersetzen. Seitenangriff. Ah, Frontalangriff. Schön. Sie macht 1390, oh mein Gott, wie süß. Very good. The first step in your so-called revolution. Was passiert jetzt? Schild oder was? Okay, nächste Angriffskette. Ja, bin ich am Start. Kraftfeldabwehr, Ausweichen, Ätherabwehr, Heilung. Lass mal seine Ätherabwehr runter. Mal runtersetzen. Also scheinbar schalten wir die jetzt nach und nach frei. Ist auch schon mal schön. I see. You would grow strong enough to withstand adversity. Wir müssten jetzt Mio und Noah dran sein. Yeah.
Okay, nächste Angriffskette. Nicht am Start. Nehmen wir wieder das. Zum Angriff, komm. Wir müssen ja irgendwie runterkriegen. Kann ich hier die ganze Zeit heilen, heilen, heilen. Die Leute sind schon voll geeilt. Schön, er stand sogar vor ihm. Na, 2000 schon mal. Schön. I can hardly believe that your strength has grown thus. You would usurp me, grasp the future. I cannot assent. The curtain closes. Yay, jetzt müssen wir endlich wieder Angriffsketten machen. Und das nimmt doch mal Normalschaden. Aber leider teilt er dann auch mehr Schaden aus, warum auch immer. Er greift jetzt an, oder? Oder? Let's do this shit. Dreht doch nicht zu mir. Ich hab das nicht mehr alle. Komm. Perfekt. Angriffskette. Und das noch mit der Lucky Seven. Schön. Ich hoffe, das bringt was. Oh ja, das bringt was. Fangen wir mit ihr an. Sie kommt, glaube ich, gerade von vorne. Also machen wir Frontalangriff. 51. Hoffen wir mal, dass es mit ihm auch funktioniert. Ja, es könnte knapp werden. Ja, hat aber funktioniert. Geil. Das war gut und es gibt eine Reaktivierung. Das ist schön. Sabine stumm. Okay, es gibt auch wieder 100%. Mit 101. Mmh.
67, ich kann sogar noch einen dazu holen, weil das wird definitiv jetzt getroffen. Weil er hat ja schon 101, das heißt also auf die 200 komme ich schon. Vernichtung. Wenn er aber nicht die Angriffskette kommt. Geile Reaktivierung. Oh, ich liebe es. Komm, holen wir noch Mio dazu. Es könnte sein, dass sie es jetzt schon übertreibt. Ne, alles gut, okay. Ich könnte mit ihm jetzt schon voll aggro werden. Aber egal, wir gehen all in. Je mehr Schaden und mehr Erfahrungsbonus, desto besser. Der Arme. Jawohl. That's what I want to see, baby. Ich habe das Gefühl, dass sie jetzt dann noch Prozente bekommt. Nee, doch nicht. Danke. Vielleicht noch Stufe 77. Okay, komm. Dann hau ich ihn jetzt mal richtig schön. This is all a sham. This Zed's true form or origins? Why do this? If you restart origin, time in perpetuity will flow once more. The opposing worlds will overlap. What lies beyond is oblivion. You ought to be aware of this. Toward the future. Why? Why? Let me turn it around for you. How can you be so sure? There should be a future where it doesn't happen. No such thing exists. The present is all. The present is all we need. That is our unyielding wish. Thank you.
Ich glaube, das ist Ralf. Er macht alles kaputt. Oh nee, er heißt ja Zed, ne? Na egal. Also noch eine Phase. Hear me, my loyal subjects. Starting imminently, we shall commence a full attack on Origin. The battle is not a fabrication. It is a fight to seize control of our lives. I need you now. Entrust your lives to your rightful queen, Melia Antiqua. Ah! Transformers. Die jetzt noch nie, ne? Elia haben wir schon mal, aber jetzt wird noch nie. Weil auch cool wäre die Melodie von Power Rangers. Go, go, Power Rangers! Es fehlt noch Arthur, der das Schwert aus dem aus der Erde zieht. Haben wir jetzt alle Klischees durch? Vielleicht noch zum Abschluss Gummibärenbande oder Darkwing Duck. Look at all those colonies. Fighting as one.
Now that is a sight. If we can just come out on top today. Commander, we'll do it. We'll build it for you. A new world for every one of us. I am in your debt, across the centuries. Nonsense. Don't mention it. I simply did what needed doing, and entrusted the rest to the right people. I see that you're still affecting that elocution. Oh my, it befits me not. Do not hide your stripes. All right. Then let's thrash those goons, Melia! Gladly. Together. The will of young people, weaving a future. That is, the indispensable force that drives worlds forward. Just how scary taking the first step can be. And yet, it was young folks like that that set whole worlds in motion, overcoming their own fears. In the hope that the future will birth more such people. Now I get it. The true source of power from which Mobius stems. And why they so desperately seek the endless now. Yes, I think I see it too. What the Queen said. There is some Mobius within us as well. Yeah, and it's our own selves. We're scared of ourselves and we lose track. We cut off our own way to the future. The possibilities. In that case, there's only one thing we can do. To believe in the path we've walked this far, and in the future that lies ahead. Immer noch kein Level Up. Komm, Mann. Oh,
Aber es wäre jetzt einfach, wenn wir den jetzt einfach nur so klatschen müssen. Irgendwas passiert noch. Ich würde gerne ein bisschen Heilung bekommen. Egal, komm. Wir gehen auf Risiko. So. Erster Angriff. Auseinander. Toll, jetzt ist er nur hinter uns gewandert. Ach komm. Dann machen wir jetzt eine Angriffskette. Ich hätte gerne die Angriffskette mit dem Schwert gemacht, aber okay, ist in Ordnung. Ah, komm. Nein, es hat nicht gereicht. Doch, es hat gereicht. Ist gut. Mal einmal hochheilen. Danke. Und Frontalangriff hier. Yes. Ich glaube, der kriegt gerade richtig einen auf den Deckel. Nee, jetzt kann erstmal noch wer anders kommen. Und ich nutze ich dann eh nicht, dann setzen wir mal deine Ether-Abwehr runter. Einmal alle hochheilen. Danke. Frontalangriff kommen. 61.000 ist auch schön. Es war mir so klar, dass er nicht reaktiviert wird. Egal, wir nehmen ihn. Das habe ich fast schon vermutet. Deswegen nehme ich jetzt sie. Wir versuchen jetzt alle hochzuheilen. Dann mach du jetzt Zielzwang und so weiter und so weiter und so fort. Leider nur gut gewonnen.
Das nächste wird exzellent. Das war ein schöner Treffer. War das knapp. War das richtig knapp. Weil soll jetzt noch richtig schön Schaden fressen, der Typ. Hochgeheilt sind alle. Jawohl, exzellent. Das wollte ich haben. Dann sind wir wieder bei 1000 noch was Schaden. Genau. Multiplikator. Schön. 2 Millionen Angriffskette. Knapp 3 Millionen. Jetzt bekommen wir auch noch kontinuierlich Schaden, ey. Das ist ja... Der weiß schon, was er macht. Reparate runter. Das ist super, wenn ihr aus der Heilerposition wieder in die Heilerposition gehen würdet, ihr beiden. Bombst du Akku auf mich? Nein, warum? Oh, alle sind umgekippt. Oh, das gibt's nicht. Halt alle hoch. Fusionstechnik nicht anhatte. Yes. So kriegen wir ihn endlich down. Und zum Schluss kriegt er noch eine schöne Angriffskette hinterher. Ja, komm. Was geht jetzt noch? Nochmal eine Runde? Heil doch mal. Juni. Aufstehen.
bring you reinforcements. Everyone, lend Ouroboros your power. All is for the future connected. Now, to stamp out this evil at its source. I won't be defeated. Not here, not now. I'll back you up. Ta-da! Thanks for waiting. Cold of you to leave me behind. All our hopes are won. They always have been, and they always will be. You lot always have to make an entrance. Still, bless you. Okay. Scheinbar kriegt es richtig derbe auf die Fresse. Na, macht eine Angriffskette Sinn? Probieren es einfach. Egal. Hauptsache Schaden. Das wird nicht ganz reichen, aber naja. Warum bist du auch auf mich? Na komm, schlag drauf. Das ist ganz wahrscheinlich mit Mio noch, ne? Ja, sag ich doch. Zielzwang, okay. Ja. Hat Sieden jetzt da mitgemacht? Egal. You won't get away! Crimson!
Schicksalmer? Nicht die einzige, die echt so eine geringe Reichweite hat? WTF? Hatte keine Angriffskette. Weiter. Dann fangen wir jetzt mal an. Zum dritten Mal. Oh, so Bomben werfen. Ach Mist, hat nicht gereicht. Wo sind die Unterstützer eigentlich jetzt hin? Rede ich halt auf die andere Seite, meine Güte. So, Angriffskette. Oh, das wird knapp. Ich muss jetzt erstmal hier mit ihr kommen. Mit ihr? Welchen Heilung Ether-Abwehr? Ging jetzt nicht anders. Frontalangriff. Hätte doch funktioniert. Egal. Natürlich wird Juni reaktiviert. Ah, ich konnte kotzen. Machen wir so. Echt gut überlegen, wie ich das am besten mache. So kann ich nämlich gegebenenfalls 3 Stück reaktivieren. Jedenfalls auf sehr gut rutschen. In der Hoffnung, dass ein Heiler nicht reaktiviert wird, sondern wirklich dann Noah. Oh, natürlich ein Heiler wird reaktiviert. War jetzt nicht gerade so der Burner. Das gibt's ja nicht.
Es ist jetzt gerade nicht so gelaufen, wie ich es haben wollte. Das hätte funktionieren können, aber es war mir ein zu großes Risiko. Nimmt kaum Schaden, ey. Danke, es wurden die richtigen reaktiviert. Ihr dann auch nochmal. Ja. Gefühlt nimmt der gar keine Energie oder verliert der gar keine Energie. Ah, exzellent, wäre schöner gewesen. Nein, Präventivschlag. Oh, fuck. Mann. Das hätte so schön 1200 knapp werden können. Nein, halt mich hoch. Schranken. Danke. Na komm. Ah. Der hat von ihm gesessen mal. Der hat mich mal echt unterbrochen. Das ist zum Ärgern. Dann unterbreche ich das lieber. Halt doch mal alle hoch hier. Hier, Wonder wieder auf. Juni.
Ich hätte die auch gerne in meiner Gruppe. Das wäre geil. Ach, ich stehe bei Melia. Bringen wir es jetzt zu Ende? Ich weiß es nicht. Wir schauen. Tapfer Angriff. Das sehe ich jetzt nicht. Wo steht sie? Das ist vorne. Könnte vorne stehen. Sie ist nicht hundertprozentig. Ich probiere es einfach. Ah doch, sie steht vorne. Ah, genau 50. Yes. Genau 100. Okay, das ist schon mal gut. Dann kann ich jetzt auf sehr gut pochen. Geht der Abwehr runter? Eigentlich sollte er Schaden machen, aber egal. Ich habe falsche Taste gedrückt. Genauso. Bombardement. Magus-Kit könnte nicht geblockt werden. Ja, Primitivschlag, ich kotze. Bitte, 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 bitte. Oh, Halleluja. Muss mal ein bisschen heilen. Nette Zahl. Mit ihn und sie kann ich aufsparen. Noah, Gondor, Senna. Ich brauche jetzt. Mach jetzt ernsthaft, ich muss ihn nehmen. Na gut. Die kann ich nicht nehmen. Risiko ist so hoch, dass es sofort in die 50er reingeht. Das heißt, dann machen wir jetzt erstmal hier. Mit den kleinen. So, dann kann ich jetzt mit anderen kommen. So, dann kommt er. Senna. Und dann kommt er mit dem Frontalangriff wieder. Und haut ihn erstmal genüsslich welche in die Schnute. Das wiederholen wir jetzt nochmal. Es könnte sein, dass er jetzt hier. Ja, es war klar. Verdammt. Leck mich doch. Ich hätte auf Nummer sicher gehen sollen. Thank you.
Info ist auch fertig. Gut, dass ja hier höher ich da bin. Also je höher meine Hitze ist, je mehr Schaden mache ich. Ja, schade. Immer noch da ist, ey. Leute, Heilung? Ich wäre... Ah. Wie soll ich denn da die Lucky 7 ziehen, hä? Mal ganz kurz aus dem Bereich raus. Der ist nämlich Aqua auf sie. Komm, gleich haben wir es. Na gut, wir kämpfen jetzt schon eine Stunde und 18 Minuten, also insofern. Bringen wir es zu Ende. We'll finish it here, right now. Das ist böse. Das ist echt böse. Na, ich stehe eigentlich seitlich, ne? Hätte aber nicht... Boah, was ist das denn für ein schlechter Angriff? Die richtigen zwei werden reaktiviert, das ist gut. Oh, endlich mal. Ja, Frontalangriff erst gewesen, okay. Kriegen wir halt beim nächsten Mal sehr gut hin. Bombardement. Eine Flächenheilung. Sonora. Danke. Perfekt. Perfekt. Nur zum Abschluss. So, gehe ich jetzt das Risiko ein. Ich gehe das Risiko ein. Vernichtung. Schön. So, kleiner Schluckiputz. Auch die Erfahrungspunkte insofern leide jetzt noch ein bisschen. Ah, schade. Eine schöne Reaktivierung. Aber die zwei kann ich schon mal nicht nehmen. Ja, 41 alleine.
Du bist erledigt. Genau. Stimmt ja auch. Aber vielleicht gibt es ja noch eine Phase. Hier wird's etwas. Donne To move on. We'll claim the future and shape it ourselves. And when you cannot choose, what then? In that desperate moment, who will be there to soothe you? The self is all that exists. As such, the only cure for despair is total oblivion. That is the face of the world. I hate it. This rotten world, I love it. Geht's jetzt in die nächste Phase? So he didn't disappear back then? Mm-mm. They were inside, with us. Think about it. They're still really the same people. We were conceived from regret. Sorry. Unlike you, who sprung forth from hope. Regret is our be-all and end-all. If only we'd made the right choice. If only things had been different. Blindly, we never try to change ourselves, wishing only that the world would instead. We clung to the egotistical dream of being together forever. But that's only natural! Anyone would wish for that. Nothing to be ashamed of. Thank you. But now, our prolonged existence here, it only serves to strengthen those within this frozen moment in time who would keep it thus.
So you see, we have but one choice here. Stop it! M! Don't do it! We'll think of a way to deal with Mobius! What you see over there, it's not Zed or Mobius, but a single, intense desire. Your thoughts, they can never affect a desire. But we who embody that very same desire. You can just stay here! Please, stay! Walk this world with us! We can walk it together! Noah's right! You've done enough! You don't have to do this! You could finally be here together! Such kindness. Your eyes, they brim with it. I ask myself, were our eyes the same that day? Ben! Noah, Mia, when we came from different worlds, we were able to leave a life behind. It was a hope for the future. Our hearts and our dreams intertwined. And we were given the chance to weave new life. And therefore, it's all good. Believe in yourselves. All of you will certainly reach heights that we were unable to. You guys can surely make it. You can take our place in the future. Zed and the other Mobius. They wanted to protect the world too. That's why they created one they could control. I see where they were coming from. That's something that we feel almost every day. Having to change. To continue to change. That spark is scary. But we can say this. Even if we are reborn later, right then, what we think and feel that moment is real. To sacrifice that is never the right way. If you can't be true to yourself, then you're doing something wrong. Are you content with your decision? Very soon, the stilled flow of time will restart. You can change your mind if you act now. You did not just tell us to become Mobius. Yeah, can you even imagine? Noah? Why are you wavering, Noah? Some want to go on, and some want to stay. In this world, there are so many mingled desires. But do we? Does anyone have the right to choose? Oh, don't you start minding us now. Just having the chance to be born in that world you make, that'll be plenty. So, you know, you just gotta do it your way. Gondor. Though if I can, I might want a better name, eh? Noah, all of us here want the same thing. It's how the future should be. Yeah, you're right. The future is right there. Believe in the actions you've taken, in your friends. And above all,
You should believe in yourselves. Well then, the answer's simple. Come on! Ain't got all day. Yeah, I know. Right with you. I realized there's something I haven't said yet. Oh, yeah? I haven't thanked you. What's this now? Thank you for sticking with me. Without you by my side, I'd never have made it here. Oh, come on. You had to say that? I'm serious here. I know you are. Huh? Listen, Noah, I feel just the same. Without you, I think my wishes would never have come true. I see. I guess so. So I'll say it too. Thank you, Noah. Truly. We weren't half bad as a team, were we? Yeah, passable, for sure. Just passable. I'm sure you meant unsurpassable, right? I think I'll let you decide the passing grade, Lancey. Ah, come on, weirdo. Guess we won't be working out together anymore. Yeah. I'm not keeping tabs, but don't you slack off. I am not gonna slack off. I'll train every day, thinking of you. Yeah. Same here. Here. What's this? A herbal tea recipe. You have to dry your own leaves. You should manage. Isn't this kind of pointless? Pointless? I mean, if the worlds are going to drift apart again, this paper won't last. I considered that, of course. The paper and the ink, it all comes from your world. And the leaves for the tea? Even those and all? What do you think? We'll check you out. Who am I if not scrupulous?
my best bud. Both best, to be exact. Only four? Huh. Wait a minute. There's Noah and Lance. Did she count Joran? Huh. Why am I only listing guys? Just chill out, Tyon. What's up? Is there a problem? At least put me second or even third. Fourth seems a little harsh. I'll think about it. Rika! Manana! As time goes by, it is time. And we all change. And not just us, the world keeps changing. Guess this is goodbye. Yeah. Still, even if we're worlds apart, I swear I won't let go. Not ever. I'll always be with you. Our feelings, forever interlinked. Wherever we are. Yeah. Wherever we are. Our worlds in their current states are still young. If in passing, they do themselves harm, I suppose even then they cannot but carry on. Still, I have faith. Even if now we become separated for a time, one day we'll surely get to walk hand in hand again. Thank you. This is the truth of our world. Memories melt in the morning light, and then a new day begins. Roads stretch out before us. So many paths. Which do you choose? That's up to you. Sometimes you might run astray. You'll stop, maybe cry in frustration. But you know, that's all right. For the roads, they go on without end. So look up, face forward, toward your chosen horizon. And just walk on.
krasses Ende. Aber hey, wir haben nochmal Pyra, Mithra gesehen, wir haben nochmal Poppy gesehen, wir haben nochmal viele alte Bekannte gesehen und also, ich muss sagen, emotional hat mich das Spiel hier in der Mitte abgeholt. Zum Schluss dann war es so, okay, es ist ein schönes Ende, aber Teil 2 hat mich emotional nochmal ein bisschen mehr am Ende abgeholt, wo es dann halt traurig war und dann doch wieder schön war. Hier ist es halt wirklich so der Aspekt, dass man nachdenklich wird. Also auch ein sehr schöner Aspekt. Und wenn ich jetzt sagen müsste, welcher Teil hat mir jetzt besser gefallen, 1, 2 oder 3, dann würde ich trotz alledem sagen, Teil 3 war jetzt wirklich ein runder Abschluss? Nein, denn es war ja die Rede, wir sehen uns wieder. Und es muss weitergehen. Und also, es wurde darauf hingedeutet schon ein bisschen, dass Xenoblade Chronicles 4 erscheinen könnte mit einem neuen Twist. Denn schlussendlich, klar, wir hatten jetzt den Schöpfer, beziehungsweise den Architekten, beziehungsweise den Ursprung. Und schlussendlich, es gibt so viel, was man da noch philosophieren könnte und alles drum und dran. Deswegen, bitte Nintendo, lasst das Spiel wirklich nicht aussterben, sondern macht hier weiter. Auch nicht nur Nintendo, die unterstützen das Ganze ja nur. Sondern Monolith, macht bitte weiter, bringt einen vierten Teil. Ihr seid wirklich geile Story-Erzähler. Und bitte Nintendo, bringt eine neue Konsole, um das Spiel wirklich dann in 4K zu genießen. Mit einer richtig mega geilen Grafik und dann noch so einer geilen Story und so einem geilen Kampfsystem. Also wirklich ja, eine 10 von 10, wenn nicht so eine 11 von 10, würde ich jetzt hier sagen. Und nicht ohne Grund ist das Spiel auch nominiert zum Spiel des Jahres 2022. Und alleine das ist schon ein, ich sag es mal, gewisserweise Ritterschlag für das Spiel, dafür, dass es so wenig Aufmerksamkeit bekommt. Ich hoffe einfach wirklich, dass euch das Spiel gefallen hat. Es gibt jetzt natürlich noch ein paar Sidequests, ein paar andere Charaktere, die wir noch freischalten können, wie wir ja gesehen haben. Und natürlich gibt es auch noch die DLCs und im letzten DLC wird ja dann nochmal die Story angegangen. Ich habe bei Xenoblade Chronicles 2 den DLC auch nicht gespielt bisher. Habe auch bei Teil 3 nicht vor, ihn wirklich zu spielen. Aber ich lasse das einfach mal offen, weil ich möchte ja diverse Sachen doch auch noch so im Hintergrund erfahren und wissen. In Xenoblade Chronicles 2 habe ich euch dann noch den Game Mode Plus gezeigt, weil der in dem Augenblick komplett neu für mich war. Auch das wird jetzt hier nicht passieren. Wir sind jetzt hier wirklich am Ende angekommen. Ich meine, das ist jetzt hier fast eine 2-Stunden-Folge, wenn wir mal ehrlich sind. Und das ist wirklich eine der längsten Folgen, die ich je gemacht habe. Plus hier hätte ich auch jetzt nicht so gut das Ganze cutten können. Ich hätte klar sagen können, gut, hier, Fortsetzung folgt. Und dann irgendwann wäre das dann mit Folge 113 zu Ende gegangen. Aber so sage ich mir jetzt einfach, ey, wisst ihr was? 109 ist eine schöne Zahl, ist ein schönes Finale. Nicht, weil ich jetzt die 109 mit irgendwas verbinde, sondern einfach nur, weil es ist ein Freitag, es ist eine lange Folge. Und es ist eine schöne Folge auch, ich sag jetzt mal, für einen Abschluss des Tages. Also je nachdem, wann ihr das halt guckt. Ja, und ich würde gerne, oder mich würde interessieren, was denkt ihr über das Spiel? Ist das Spiel zu Recht Spiel des Jahres nominiert? Oder sagt ihr, naja, ist ganz nett, aber das war's dann auch. Einer meiner Zuschauer hat schon gesagt, das ist eigentlich ein interaktiver Kinofilm, den man hier spielt. Stimme ich zu, man kann das Ganze auch als Kinofilm spielen, rein theoretisch, denn es gibt dann noch niedrigere Schwierigkeitsgrade. Und dann erlebt man eigentlich nur die Story, ohne wirklich eine Herausforderung zu haben. Ich hatte jetzt hier eine Herausforderung und ich habe auch das Ganze, ich sage jetzt mal grob gesagt, künstlich in die Länge gezogen zum Schluss. Denn ich bin ja auch mit 3 Heilern und 2 Tanks und 2 Damage-Stealern angetreten. Im Regelfall hat man wahrscheinlich dann eher 3 Damage-Stealer, 2 Heiler. Ja, aber ich muss sagen, es war wirklich der krasseste Bosskampf, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte, aufgrund der Länge. Nicht aufgrund der Schwierigkeit, aufgrund der Länge. Denn die Länge, die war erheblich. Die Schwierigkeit, dem Augenblick, sei jetzt mal dahingestellt. Ich denke mal, mit einem höheren Level wäre es möglich gewesen, da entsprechend auch mit 3 Damage-Stealern ranzugehen. Aber so war es jetzt halt dann möglich, mit 3 Heilern ranzugehen. Darum also auch hier großes Lob an die Leute.
Selbst wenn der Bosskampf dann einfach wirklich viel zu lang war. Viel zu lang. ja, und wo ich gerade sehe, die Musik ist auch wieder wunderschön gewesen, hat sich gut eingespielt, selbst wenn sie jetzt für mich erstmal nicht so im Ohr geblieben ist wie Xenoblade Chronicles 2, was musikalisch angeht. Da habe ich wirklich die Musik eher im Kopf, hier waren es aber die Töne, die das Ganze ausgemacht hat. Also hier war es wirklich perfekt auf das Spiel abgestimmt, mit der Flöte und allem drum und dran, deswegen auch hier wirklich super Arbeit, auch das Einzige, was ich jetzt hier kritisieren würde, insgesamt in dem gesamten Spiel, wie bei 1, wie bei 2 und jetzt auch bei 3, ist, dass es keine deutsche Synchronisation gab. Das hätte dem Ganzen wirklich noch gut getan, hätte dem vielleicht noch so einen kleinen, ich sag jetzt mal, eine Kirsche oben drauf gesetzt. Ja, wie gesagt, eure Meinung ist mir da wichtig. Auch, was haltet ihr von dem Spiel? Wie hat euch das Let's Play gefallen? Hat euch das Spiel gefallen? Und sagt ihr sogar, weil Xenoblade Chronicles 2 ist ausverkauft, ich kaufe mir lieber doch nochmal Xenoblade Chronicles 3, bevor auch das weg ist? Wie gesagt, ich bin da gerne offen für Kommentare, wo ich dann gerne mit euch drüber reden kann. Und ja, ich lasse jetzt noch den Abspann bis zum Ende laufen und bedanke mich schon mal, sage bis zum nächsten Projekt von Xenoblade Chronicles und ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö, tschö. Oh. Noah! What are you doing, man? They'll start the fireworks without us. Get a move on already, or all the good spots will be taken. Exactly, so come on, move it! Sorry, I zoned out for a sec. I'm coming! Thank you.
It's good to keep a record. As the morning sun rises, my lingering memories fade. I no longer see your silhouette. It's too far gone into the haze. But hey, it's all right. I won't forget you. Not until we can meet again. I swear it.